Mahlzeit, Mahlzeit an die Interessierten zum Problem der Einparkhilfe beim Megane 3, Renault und allgemein. Ja, was war kaputt? Mein Fahrzeug hat seit 2 Jahren angezeigt, Einparkhilfe prüfen. Das Problem kam von jetzt auf gleich und ich wusste halt vorn und hinten nicht, was ich da machen soll. Also habe ich ein gebrauchtes Steuergerät geholt, Problem war vorhanden. Ich habe die Sensoren alle tatsächlich überprüft, das Problem war vorhanden. Ich habe auslesen lassen, falls jemand auch das Problem hat, Multiplex-Signal, Einparkhilfe nicht vorhanden. Das habe ich tatsächlich für die Interessierten auch als Zettel, also vom Ausdruck her eben gerade noch, da ist es ja sogar, vom Auslesen mit dem Fehlercode, falls das die Leute interessiert. Ich suche das mal kurz hier raus, da ist es. So, da haben wir Multiplex-Signal, Einparkhilfe nicht vorhanden. So, dann hatte ich einen Kabelbruch hinten links an der Kofferraumklappe. Also Fahrerseite, da wo diese Gummiverkleidung ist, war ein Kabelbruch. Man hat das aufgemacht und man hat sofort gesehen, wo das Kabel gebrochen war. Es war komplett durchgescheuert. Ich habe somit dann mit einem Kollegen das einmal repariert. Der hat mir das zugelötet, das war kein Problem. Dann hat mein Fahrzeug, falls es dir auch interessiert, Einparkhilfe prüfen weiterhin angezeigt, hat aber einen Ton gegeben beim Rückwärtsgang einlegen, hat er einmal Piep und dann Piep gemacht. Das ist das Zeichen für fast alle Einparkhilfen, dass ein Sensor kaputt ist. Dann bin ich nach hinten gegangen und habe die Einparkhilfe eingelegt und bin mit dem Finger rangegangen. 3 Stück haben also dieses Ultraschallsensor-Ding gemacht. Und als ich dann den kaputten gefunden habe, bin ich nochmal zum Auslesen vorher gefahren. Und dann hat er mir das hier angezeigt. Diesen Fehler. Welcher hinten links kaputt war, stand nicht drin. Also es war links. Also habe ich beide kontrolliert. Der innere war's. Ja. Dann habe ich den einmal rausgezogen, den Stecker. Und guck so, ui, der ist aber dreckig. Reingepustet, WD-40 rein, reingesteckt. Fahrzeug angemacht. Einparkhilfe funktioniert. Also, bevor ihr alles tauscht, kontrolliert diese scheiß Gummiverkleidung, dieses Scheißding. In meinen Shorts habe ich das nochmal gezeigt. Geht auf meine YouTube Shorts und guckt euch das an. Und somit ist das Problem für die Renault Megane 3 1.9 DCI Einparkhilfeproblem gelöst. Ja, falls jemand noch Fragen hat, schreibt mir.